Hallo da draußen und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Heute geht es in eine verlassene Gründerzeit-Villa nach Böhlitz-Ehrenberg, also bleibt auf jeden Fall dran, es wird recht interessant. Bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig. Und heute geht es, wie schon gesagt, nach Böhlitz-Ehrenberg, genau gesagt in die Barnecker Straße Nummer 2, in eine Villa, die so ziemlich in dem schlechtesten Zustand war, wie man sich eine Villa überhaupt noch vorstellen kann. Es war richtig krass verfallen und schuld waren daran zwei Feuer. Wie ihr sehen könnt, hielt die Villa gleich im Eingangsbereich für uns eine interessante Entdeckung bereit, denn der Flur war im Erdgeschoss mit einem Mosaik gefliest, welches ein Hakenkreuz ergab oder mehrere Hakenkreuze auf verschiedenen Fliesen. Gut, die Villa ist von 1886, muss man dazu sagen, also das wird wohl kaum zu dieser Zeit entstanden sein. Ja, etwas merkwürdig, interessant zugleich, aber nun ja. Befassen wir uns als nächstes nun mit der Geschichte dieses Gebäudes. Man spricht hier mittlerweile von der Villa Bösenberg oder der Villa Schlobach. Beide diese Herrschaften waren auf jeden Fall für den Bau dieses Anwesens verantwortlich. Und ich habe da hier eine kleine Seite gefunden, die da die Geschichte ein bisschen aufgearbeitet hat. Und ich habe die Seite erst vor ein paar Tagen entdeckt. Ich zitiere jetzt mal daraus etwas. Die Villa in der Barnberger Straße 2 im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg wurde 1886 für den Bauherrn Franz Schlobach vom Architekten Max Bösenberg geplant und auch von diesen in der Villenkolonie Böhlitz-Ehrenberg umgesetzt. Im Jahr 1893 wurde die Villa um einen Anbau erweitert, der sich dem vorhandenen Bau angliederte. 5 Jahre später wurde der Treppenhausturm der bis dahin italienisch wirkenden Villa mit einem Satteldach überbaut. 1900 wurde der Seiteneingang als überdachter Vorbau aus Säulen, Balustrade und einem Zinkdach angebaut. An der Rückseite des Gebäudes wurde der Wintergarten verschoben. Im Gebäudeinneren wurde zugunsten der Gestaltung eines neuen Entrees die Küche in den Kellerbereich verlegt und die oberen Etagen mit einem Speiseaufzug versorgt. Bei der Villa handelt es sich um ein städtebaulich wertvolles Gebäude eines namenhaften Architekten, das architekturgeschichtlich dem Historismus zugeordnet werden kann. Ja, also wer da ein bisschen mehr Ahnung hat von diesen Personen, der kann das gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Vor Ort war davon nicht allzu viel zu sehen. Die Villa war im katastrophalen Zustand. So schlimm war in Leipzig bisher nur eine Villa zu finden. Und das ist die Villa, die ich euch jetzt hier oben rechts verlinken werde. Und zwar war das das Panama-Konsulat. Also schaut auf jeden Fall mal rein, denn da habe ich auch ein Video hochgeladen. Wir befinden uns hier auf dem Dachboden. Der Dachboden war durch ein Feuer komplett zerstört. Auch der Spitzboden war nicht mehr vorhanden. Zwischendurch hatte sich die Vegetation hier breit gemacht. Und es kam auch im Erdgeschoss zu einem verheerenden Zimmerbrand, der dann dem Gebäude den Rest gab. Von der Straße aus konnte man sehen, dass sich auch die Giebel schon bogen, sodass also ein Wandeinsturz kurz bevorstand. Kaum zu glauben, dass das Gebäude heute wieder komplett saniert ist. Ich werde euch unten mal einen Link reinstellen, wo ihr sehen könnt, wie das Gebäude heute aussieht. Super geil, dass man das auf jeden Fall wieder geschafft hat, denn eigentlich kam hier nur ein Abriss in Frage. Das soll es gewesen sein zu diesem Video. Ja, ich danke fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und schaut auf unseren Kanal, denn dort findet ihr noch vieles, vieles mehr. Bis dahin, macht's gut und ciao!